Morgen, morgen, Leute. Wenn ihr dieses Video seht, ist es mittlerweile bei mir 3:15 in der Früh. Bin muss ja wirklich verrückt sein. Also finde George geheimes Band. Ja, also der George ist niedergeschlagen worden. George ist nicht ganz bei Verstand. Du musst etwas finden, um ihn in Realität zurückzufinden. George glaubt dir kein Wort. Sieh dich in der George nach Beweis des Angriffs um. Du musst eine Waffe und ein Motiv finden. Beiden findest du irgendwo auf dem Boden. Also man muss ja wirklich verrückt sein wie ich, um 3:30 in der Früh ein Let's Play zu machen. Dad, der Schläger hier gehört nicht uns, oder? Nein, nein. McFlys benutzen nie Aluminiumschläger. Seltsam. Nicht anfassen. Das ist Beweismaterial. Wofür? Oh, warum würde jemand einem netten Sektor-L-Bürger wie mir so etwas antun? An was kannst du dich noch erinnern? Ich habe hier gesessen und kopierte noch eine belastende Szene auf meine Bänder. Meine Bänder, was ist mit meinen Bändern? Bleib ruhig, Dad. Sind sie auf dem Boden? Sie sind in einer Kiste, darauf steht Rohmaterial. Okay, wie die Hülle. Das sind einmal Videohüllen auf jeden Fall. Hier ist es, das Rohmaterial. Gott sei Dank. Sekunde. Siehst du? Ich sagte doch, dass du voreilige Schlüsse ziehst. Diese ganzen düsteren Vermutungen über Diebe und Angreifer, dabei war sie die ganze Zeit. Leer. Was? Hier sind keine Bänder. Aber ich bin mir sicher, dass sie da drin waren. Bevor dieser jemand dir eine übergezogen und sie dir weggenommen hat. Meine Güte, ich wurde beraubt. Beraubt in Hill Valley. Damit kommen sie nicht. Oh! Keine Sorge, Dad. Wir kommen schon dahinter. Wer? Wer konnte mir das nur antun? Deine Feinde, Mom, Beef. Beef, ärgerlich. Wer macht dir schon seit Ewigkeiten Probleme? Biff! Biff? Seit die Browns begannen, sich in den 50ern für ihn zu interessieren, hat er mir kein bisschen Ärger gemacht. Außerdem ist er jetzt durch das Bürger-Plus-Programm sanft wie ein Lamm. Ach, es nützt nichts. Die Bänder sind weg. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass sie nicht auftauchen und mich in Schwierigkeiten bringen. Dad, wir können nicht aufgeben. Lass uns jemanden in die Mangel nehmen, lass uns nach mehr Hinweisen suchen. Lass uns nach mehr Hinweisen suchen. Vielleicht gibt es hier noch mehr Hinweise. Wozu? Selbst wenn wir herausfinden, wer die Bänder gestohlen hat, können wir sie nicht zurückholen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wir müssen doch irgendetwas tun können, um an die Bänder zu kommen. Nun, wir könnten neue machen. Können wir? Sicher? Es könnte etwas dauern, aber wenn du deinem alten Herrn hilfst, sollten wir nicht länger brauchen als, sagen wir, 6 Monate. 6 Monate? Aber ich brauche die Bänder jetzt. Du brauchst die Bänder? Was ich damit meinte... Wäre schrecklich, wenn du die ganze Zeit hier verlierst. Ich mache mir Sorgen um deine Sicherheit. Ich muss die Bürger Brown geben. Das muss man Bürger Brown lassen. Ich habe versprochen, ihm Beweise zu liefern, dass Hill Valley nicht so glücklich ist, wie er glaubt, als ich in seinem Büro war, bevor ich hergekommen bin. Was denn? Du hast mit Bürger Brown gesprochen? Es war nicht einfach, glaub mir. Ich musste alle möglichen Regeln brechen. Du hast Regeln gebrochen? Streunende Hunde aufnehmen, Mädchen küssen, mit Mams Flachmann erwischt werden. Das ist die abwegigste Geschichte, die ich je gehört habe. Das glaubst du nicht. Wahr. Du vergisst, ich bin dein Vater, ich kenne deine Geschichte. Tja... Die Geschichte hat sich geändert. Beweis es. Ach Gott, ne? Finde Görgs Band. Ja, wo ist das? Es gibt eine letzte Sache und der Schutzüberzeugung, was dein Delinquent das Verhalten, das Delinquent bist, aber du kannst es belegen. Zeige George, einer deiner schwierigen Strafpunkte sind sicher überzeugen. Aha, oder welcher? Aha. Strafpunkte. Strafpunkte, Hund. Oh ja, sagen wir es ihm. Sieh her und staune.
Strafpunkte, aber... Das war die einzige Möglichkeit. Ich verstehe das nicht. Dad, hör mir zu. Hör mir wirklich zu. Wir beide wissen doch genau, dass die Dinge hier nicht richtig laufen. Bürger Brown hatte anfangs vielleicht gute Absichten, doch dieses Hill Valley macht die Leute unglücklich. Das hast du ihm gesagt. So in etwa. Oh, das war's mit unseren Privilegien. Nein, warte. Er hat mir zugehört, Dad. Und er wird die Dinge ändern. Für dich und Mom. Uns alle. Ich kann dir nicht sagen, wie. Du musst mir dabei vertrauen. Okay. Doch erst muss er die Bänder sehen. Als Beweis, dass ich recht habe. Oh nein. Nein, 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 nein. Dad. Ein Plan. Vielleicht weißt du, was du da tust. Schon möglich. Aber lass mich da raus. Dad. Ich will keinen Ärger. Das ist mir zu viel. Liegt mir nicht im Blut. Aber... Tu es für deine Familie, tu es für Bürger Brown, tu es für Arthur. Oh ja. Tu es für deine Familie. Naja, es ist jetzt so. Naja, für Bürger Brown ist ja Schwachsinn. Tu es für Arthur. Auch. Oh, das mit der Familie klingt gut. Denk an deine Familie. Das tue ich. Und ich will nicht, dass meine Familie in Sektor X landet, bei den hoffnungslosen Fällen. Tu es für Arthur Brown. Tu es für deinen Vater. Meinen Vater? Ja, Arthur McFly. Ich weiß, wie er heißt. Oh. Kann es sein, dass er damals etwas mit der Verhaftung von Kit Tennant zu tun hatte? Ja, das hatte er. Wo hast du das her? Das war lange bevor Bürger Brown die Stadt aufgeräumt hat. Sogar bevor ich geboren wurde. Alle lebten in Furcht vor Kit Tennant und seinen Schlägern. Aber Dad hat sich gewehrt. Er hatte Beweise für Kits Schuld. Und er hat sein Leben riskiert, um sie den Behörden zu übergeben. Oh. Fürchte dich nie, das Richtige zu tun. Das hat er mir immer gesagt. Was tust du denn da? Ich frage mich, welcher Anschluss der richtige ist. Anschluss wofür? Für die Überwachungskamera, die im Garten. Moment, Moment. Du hast eine Überwachungskamera auf dich selbst gerichtet? Natürlich. Muss mich doch rundum absichern. Hilf mir rauszufinden, auf welchem Monitor ich bin. Ho, 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 ho. Erst, als erstes musst du die richtige Kamera finden. Jeder Mann hat Knöpfe und kann zur Kanalsuche. Hast du Schwierigkeit, die richtige Kamera zu finden, probier es mit dem Monitor unten links. Ja. Wenn du glaubst, dass du die richtige Kamera gefunden hast, musst du nur den Wiedergabeknopf auf dem Videorekorder drücken. Okay. Okay, unten links. Ja, ist eigentlich... Ja, unten links ist gut gesagt, das hier. Also, das ist rechts, sorry. Unten links, das ist gut. Unten links, wieder Rekorder. Der Monitor ist tot. Schalter, Monitor, Videorekorder. Aha, so geht das. Videorekorder unten links. Bingo. Bingo Bongo. Da, das sind wir. Dann ist das Überwachungsband in diesem Videorekorder. Das muss vor dem Überfall sein. Mal sehen. Ich erinnere mich, wie ich um 5.30 Uhr die Wiedergabeköpfe reinigte. Oh. Der Überfall muss kurz danach gewesen sein. Es war Biff. Aber er kann es nicht sein. Dank des Bürger-Plus-Programms ist er so harmlos wie ein... Kätzchen. Hm. Hä? Ich versteh's einfach nicht. So sollte er sich keinesfalls verhalten.
Nicht einmal der alte Biff würde jemals... Hey, was blinkt da so komisch an seinem Arm? Finden wir es raus. Ich wusste doch, dass diese Zoom-Funktion einmal nützlich sein würde. Hab dafür einen Haufen Geld ausgegeben. Es ist eine Digitaluhr. Warum blinkt sie bloß? Halt das Bild an. Kannst du noch weiter ranzoomen? X11. Weißt du, was das bedeutet? Noch nicht. Lorraine! Schimpf doch nicht mit mir, George. Ich habe etwas sehr Wichtiges zu sagen. Dann gehe ich auch schon wieder. Ich habe auch etwas Wichtiges zu sagen. Ich wurde ausgeraubt. Immer um dich, nicht wahr? Du kannst nicht einfach abwarten und zuhören. Oh nein, du musst mir unbedingt zuvorkommen. Na gut, ihr beide klärt ein paar Dinge. Und ich habe etwas zu erledigen. Oi, oi. Irgendwie interessant. Trotzdem. Biff! Oh, komm wieder runter, Kumpel! Du hast meinen Dad verprügelt. Gibt's hier ein Problem, Bürger? Nein, nein, Officer. Nur ein kleines Missverständnis. Wir kommen zurecht. Nicht wahr, Martin? Sicher. Okay, sagen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, Mr. Ten. Mal sehen, ob wir der Sache auf den Grund gehen können. Ja, mal sehen. Naja, dann spielen wir dann das nächste Mal weiter. Gut, ciao.